Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die BAFMO-Gebrauchtwagen-Tipps. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. Autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Im heutigen Video werden die Modelle F20 und F21 der 1er Baureihe behandelt. Also Freunde, los geht's! Beginnen wir mit allgemeinen Fahrzeugdaten. Die Modellbezeichnung F20 wurde intern für die fünftürige Variante verwendet und die Bezeichnung F21 für die dreitürige Variante. Der F20 löste im Jahre 2011 den E87 und der dreitürige F21 2012 den E81 ab. Der F20/21 war der letzte BMW der 1er-Reihe, welcher über das altbewährte Prinzip von längs eingebautem Motor vorne und Antrieb an der Hinterachse verfügt. Der aktuelle Nachfolger F40, welcher 2019 auf den Markt kam und den F20/21 ablöste, wird nur noch mit Front- oder Allradantrieb angeboten. Gegenüber dem Vorgänger gab es bereits mit Markteinführung einige Änderungen, wie zum Beispiel eine 8-stufige Automatik, iDrive war nun auch ohne Navigationssystem verfügbar. Einige Sonderausstattungen aus der oberen Mittelklasse sind nun auch für den 1er verfügbar gewesen und noch einiges mehr. Im März 2015 wurde der 1er BMW stark überarbeitet. Das Interieur ist komplett neu entwickelt. Wir haben eine komplett neue Instrumententafel. Diese hat auch nochmal an Hochwertigkeit zugenommen mit Galvanikelementen, Hochglanzelementen oder auch einer sportlichen Ziernaht auf der Instrumententafel. Und auch in der Technik hat sich sehr viel getan. Wir bieten beispielsweise ein neues Bediensystem mit Touch-Funktionalität an. Im Exterieur bieten wir für den neuen 1er jetzt sogenannte Shadow-Editionen an. Diese Shadow-Editionen bieten wir für die Sportline M-Sport-Paket und für den M140i an. Sie beinhalten dunkle LED-Frontscheinwerfer und dunkle LED-Rücklichter, einen schwarzen Nierenrahmen und exklusive 17 und 18 Zoll Felgen. Wir haben im Innenraum die Instrumententafel komplett neu gestaltet. Sie wirkt nun ruhiger, harmonischer und wesentlich moderner. Dazu haben wir noch den Innenraum auch deutlich aufgewertet mit Galvanikelementen und Schwarz-Hochglanzelementen. Und auch die Ziernaht auf der Instrumententafel unterstreicht nochmal die Sportlichkeit des neuen BMW 1ers. Auch bei der Technik hat sich beim neuen BMW 1er viel getan. Wir haben ein neues Anzeige-Bedienkonzept, das jetzt mit Touch-Funktionalität funktioniert. Und das ist das erste Bedienkonzept bei BMW, was speziell für das Thema Touch-Funktionalität dort entwickelt worden ist. Sie sehen auf der ersten Oberfläche drei große Kacheln, die Sie auch bei schlechten Fahrbahnverhältnissen touchen können. Und diese Live-Kacheln zeigen immer Live-Inhalte. Das heißt zum Beispiel bei der Navigation sehen Sie immer Ihre aktuelle Position oder wenn Sie Musik hören, sehen Sie hoffentlich ein nettes Album-Cover im Display. Wir haben vom BMW 1er in der aktuellen Generation über 1 Million Fahrzeuge verkauft. Und der BMW 1er steht herausragend für seine Fahreigenschaften, seine Agilität und sein Handling. Und da kommt ihm natürlich der einzigartige Heckantrieb in der Klasse zugute. Und daneben hat der BMW 1er natürlich auch ein sehr attraktives Design, das unsere Kunden lieben. Effiziente und leistungsstarke Motoren und auch immer die neueste Technologie hinsichtlich Konnektivität an Bord. Und damit ist der BMW 1er der ideale Einstieg in die Marke BMW. Motoren und Preise. Die Motorenpalette bei der 1er-Reihe ist typisch BMW sehr weit gefächert. Für fast jeden Einsatz- und Preisbereich gibt es ein Modell. Die Benziner reichen vom 1.14i mit 1,6 Liter und 102 PS bis hin zum 2 Liter im 125i mit 224 PS.
Darüber hinaus gibt es bei den Benzinern neue Speerspitzenmodelle in der 1er-Reihe, im M135i mit 320 PS und M140i mit 340 PS, in welchen jeweils 3 Liter R6 Triebwerke arbeiten. Bei den Dieseln reichte die Motorenpalette vom 1.14D mit einem 1,6 Liter und 95 PS Motor bis hin zum 1.25D mit 2 Liter Hubraum und 224 PS. Hierbei ist für Interessenten in Zukunft zu erwähnen, dass keiner der Dieselmotoren die Abgasnorm D6 Temp erfüllt. Somit sollte der Kauf eines Dieselmodells nach Stand der aktuellen Lage der Politik gut durchdacht sein. Probleme der Baureihe. Grundsätzlich ist der 1er der Baureihe F2021 sehr solide und kommt, meistens zumindest, ohne große Probleme daher. Lediglich die Qualität des Vorgängers erreicht der Wagen nicht mehr, was sich oftmals in Knarzen, Knacken oder quietschenden Geräuschen im Innenraum bemerkbar macht. Viele 1er-Fahrer beschweren sich über sehr spät reagierende Licht- und Regenautomatik. Die N-Motoren in den Vorfacelift-Modellen können einige starke Probleme aufweisen, welche sogar bis hin zum Motorschaden führen können. Zum Beispiel ein ausgelutschter Kettenspanner, der die Kette nicht mehr genug auf Spannung hält. Beschädigte Pleuellager, welche sich durch metallisches Klopfen im Leerlauf bemerkbar machen können. Steuerkettenprobleme können zu Motorschäden führen, wenn diese nicht bereits getauscht wurde. Die Ölpumpe zeigt eine hohe Ausfallrate. Deswegen gilt es lieber zu einem Facelift zu greifen, welcher bereits einen Motor der B-Generation verbaut hat, da die genannten Probleme dort zum Großteil behoben wurden. Die Lenkung kann etwas grob wirken. Und natürlich die altbekannten Elektronikfehler, die hier und dort auch mal auftauchen können. Ausstattung. Beim 1er trumpft BMW in Sachen Ausstattung richtig auf. Obwohl der Wagen zum Kompaktsegment gehört und den Einstieg in die BMW-Welt erst ebnet, ist es möglich, viele Ausstattungen aus der mittleren Oberklasse zu bestellen. Wie zum Beispiel Tempomat mit Abstandsregelung, Auffahrwarnung, Spurverlassenswarner, Parkassistent, Speedlimit-Info und noch einiges mehr, um nur ein paar Beispiele zu nennen zu bereits bekannten Ausstattungen der 1er-Baureihe. Kommen wir zur Empfehlung. Beim 1er der Baureihe F2021 ist für jeden das passende Modell dabei, egal ob mit kleinem oder großem Geldbeutel. Den wohl besten Spagat aus Preis und Fahrspaß legt bei den Benzinern der 1.20i ab 2016 hin, in welchem bereits die Motoren der B-Generation verbaut wurden. 184 PS gepaart mit guter Zuverlässigkeit und geringem Verbrauch sprechen da für sich. Dasselbe gilt für den Diesel. Dort ist es der 1.20D, der den besten Spagat aus Fahrspaß, Preis und Verbrauch bietet. Auch hier ist es ratsam, eher zum Facelift zu greifen, da diese Modelle auch hier deutlich ausgereifter sind. Kommen wir zu den Alternativen. Trotz des Alleinstellungsmerkmales mit Heckantrieb in seiner Klasse ist der 1er der F2021 Baureihe nicht alternativlos. Gängige Alternativen zu diesem Fahrzeug sind folgende Marken und Modelle: VW Golf, Audi A3, die Mercedes A-Klasse, Honda Civic Opel Astra Kia Ceed. Den Kia Ceed GT mit 204 PS und sportlicher Abstimmung durften wir bereits selbst ausführlich testen. Den Link dazu findet ihr oben in der Infobox sowie in der Videobeschreibung. Ford Focus. Ihr habt vielleicht doch mehr Interesse am Vorgänger. Wir haben auch ein Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum BMW E81 und 87 erstellt. Denn dieses findet ihr oben rechts in der Infobox verlinkt. So Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun.
Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.